Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution 2. Schön, dass ihr dabei seid und mal wieder ein bisschen reinschaut bei mir hier, bei meinem Gebastel. Gut, da haben wir Gehege Nummer 1, also mein erstes Gehege, was überhaupt mit Dinos besiedelt wurde hier. Und jetzt sieht es ja Gott sei Dank etwas anders aus, denn ich habe es ja nicht oft genug erwähnt, dass es mir irgendwie nicht gefallen hat. Und gerade die Hotelanlage in der Mitte hat mir nicht so richtig gefallen. Und die ist jetzt hier nochmal neu entstanden komplett. Und so ein Hauptaugenmerk natürlich bei der ganzen Geschichte ist natürlich meine tolle Brücke. Ja. Da, wo sogar, wenn man hier schön jetzt erkennen kann, die Parktour drüber fährt. Das geht natürlich in dem Spiel eigentlich überhaupt nicht. Ja. Da muss man einige Tricks machen, dass es funktioniert. Aber jetzt sind wir erstmal an einer anderen Stelle. Und zwar an der unteren Park. Grenze ist ja auch wieder Quatsch. Also der Park ist ja, hat ja zwei Ebenen. Also so in so einem zweiten Tal geht es hier weiter runter. Da möchte ich dann später weiterbauen. Na, bin ich noch nicht. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, da ist noch nichts groß entstanden. Außer das jetzt hier. Ja. Mehr, keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja. Denn diese Nachvertonung hier von meinen Videos, die werden ja immer ein bisschen geschnitten von mir. Und dann irgendwann später, wenn ich ein bisschen so zusammengesammelt habe, dann werden die nachvertont. Und dadurch haben wir ja schön am Anfang und am Ende also ein paar Kurzvideos meistens, die so ein bisschen vorausgreifen, so ein bisschen spoilern, ja. Aber tatsächlich ist hier unten in dem unteren Bereich noch nichts passiert. Also ganz ehrlich, da ist nichts. Also bis heute nicht. Schauen wir mal. Aber zumindest an den Hängen kommen Gehege hin. Oh, da werden auch Viecherchen reingesetzt, Tierchen reingesetzt. Aber erstmal ist mir wichtig, einen Abschluss nach oben zu bekommen. Wie gesagt, rechts und links die Gehege, die Wege, die Parktour. Ja, irgendwie so. Aber gut. Unten erstmal Wurst. Also die, man sieht ja auch die Parktour, die macht jetzt hier so eine Schlinge. Ist ja nur, dass sie jetzt keine Fehlermeldungen macht und einfach funktioniert. Ja. So unsichtbar, unsichtbares Tor. Ja. Möglichst gerade. Also ein bisschen gerade könnte es ja wenigstens aussehen, wäre hilfreich. Manchmal ist so, dass nicht so ganz gerade wird, aber egal. Wenn man rechts sieht, links die Tore für die Parktour und dann damit die Durchgänge für die Besucher nachher, die zu Fuß da und da laufen möchten unbedingt. So, aber jetzt erstmal die heutige Thematik. Die Dinos sind schon alle weg, den man erkennen kann. Die habe ich alle betäubt und verkauft. Ja. Hab mir vorher eine Liste gemacht übrigens, ja. So grob zu wissen, welche dann so drin waren. Ob alle wieder reinkommen, sehen, schauen wir mal. Vielleicht in einer anderen Stückzahl. Ein paar werden nicht wieder da reinkommen. Die sind mir so die Minimis hier, die Minimis. Ja, Minimi heißen das, so kleine. Die sind so ein Add-on dabei, wie so kleine Schildkröten, dapfeln die da so rum. Die werden hier nicht mehr reinkommen, weil sie einfach zu knuffig sind, ja. Die müssen mal irgendwann ein eigenes, separates Gehege bekommen. Da bin ich mir noch nicht so schlüssig. Komm, machen wir denn, ja. Schauen wir mal. Aber so die großen. Das ist ja das erste Gehege. Da sollen schon die wichtigen Dinos, ja. Der Brachiosaurus und die Stegosaurus, Triceratops. Die sollen hier wieder in diesen Bereich rein, ganz klar. So, jetzt wird erstmal wie wild gelöscht und geglättet. Und in der Mitte soll natürlich, wie wir am Anfang gesehen haben, die Hotelanlage auch wieder entstehen. Und die soll natürlich von Wasser umgeben sein, so der Gedanke, der grundsätzliche. Also, ja, arbeite ich mich jetzt hier so ein bisschen Stück für Stück voran. Ne? Gut, Bäume kann man ja wieder, aber man muss ja erstmal sehen. Ja? Also kommen erstmal alle Bäume weg. Also ich wusste ja jedenfalls, dass ich da einen gewissen Überblick habe. Dann schauen wir mal. Parktour ist ja sicherlich die wichtigste Geschichte bei der ganzen Sache. Wegen der Brücke und der ganzen Dramatik dort, ja. Die soll da nun hin. Hotelanlage, klar. Möglichst eng. Ja, das habe ich mir natürlich nicht gemerkt, wie die alle standen mal, aber ist ja auch egal. Die werden jetzt alle wieder ein bisschen neu positioniert. Waren ja auch vielleicht nicht alle Sachen toll. Also von der Positionierung her jetzt. Das ist auch eine tolle Idee, die einfach so ineinander zu schieben, spart ein paar Meter, denn ja, ich möchte hier alle drei Geschäftsmöglichkeiten, also Klamotten, Trinken und Essen haben.
Und Schutzraum, Toilette muss auch sein. Vielleicht noch eine Aussichtsplattform wäre sehr hilfreich. Es wird schon eng, ja, muss man ganz klar sagen. Aber genau das ist der Gedanke, dass man das alles sehr ziemlich eng ineinander frickelt. Schauen wir mal. Ja, das ist die Aussichtsplattform. Genau. Ja, manchmal ist es so. Ja, da muss man ein bisschen umherstellen und frickeln. Und die Idee ist doch schon mal nicht schlecht, ja. Das ist noch das letzte Geschäft. Dann haben wir schon so einen schönen Innenhof hier. Da muss man noch ein bisschen toll dekorieren, aber viel Platz ist eh nicht, sag ich mal. Ja, also muss man ein bisschen drumherum ein bisschen schön machen. Aber wir haben es ja am Anfang gesehen. Ein paar Palmen und ein paar Geschichten und schon sieht die Insel auch wirklich wie eine Insel aus. Ja, muss man ganz klar sagen. Jetzt werden die Geschäfte erstmal in einem einheitlichen Stil angepasst. Die Strohdächer passen natürlich zu diesem Hotel. Ja. Wege, gucken. Ja. Strom fehlt uns noch. Aber so, im Großen und Ganzen ist es ja noch nicht dekoriert. Also man muss so ein bisschen Vorstellungskraft mal mitbringen. Ja, wenn man es sieht am Anfang, denkt man vielleicht, könnte man ein bisschen schöner, aber nee, es ist ja nachher, letztendlich wird es ja noch. So. Hier ist mir natürlich aufgefallen, dass wahrscheinlich ist der Abgrund zu hoch. Ja. Das wird so nichts. So eine hohe Brücke, Entschuldigung, so eine hohe Brücke soll es denn nicht sein. Ja. Also, schauen wir mal. Über die Sache etwas höher. Ja, so vielleicht. Ja, dann kann man auch die Glättung ein bisschen näher ran machen an den Gebäuden. Ist ja klar, je tiefer die ganze Geschichte funktioniert dort, desto ungünstiger ist es natürlich. So, mit dem Wasser muss ich natürlich dann nochmal ein bisschen zurückgehen, also ein bisschen wegmachen. Machen wir jetzt eine andere Höhe, ist klar, müssen wir dann jetzt das Wasser wieder neu dort malen. Passend dazu bringt es natürlich. Gut, kein Weganschluss ist klar. Zeigt da, warum die da drüben alle Elektropanik haben. Da fehlt wahrscheinlich irgendein Transformator irgendwo. Fehlt irgendwo Strom. So gut. Ja, die Felsen. Ja, letztendlich, wenn man nachher mit so einem Baumpinsel drüber geht, dann sind die Felsen eh wieder weg. Aber egal, erstmal. So, jetzt kommt erstmal so ein Transformator rein. Gut, der steht nur in der Landschaft, ist auch egal, wird naja ein bisschen dekoriert, paar Bäumchen drumherum etc. Ja, muss man halt ein bisschen schön machen. Manchmal ist es halt so. So, und jetzt geht's eigentlich an die eigentliche Bastelei. Fragt nicht, es ist etwas komplex. Und zwar braucht man den Mod Expanded Sandbox. Ja? Der Mod verändert viele Sachen an dem Spiel. Ja? Unter anderem, wenn man jetzt zum Beispiel ein Dino ausbrütet, dann entsteht da keine Zeit mehr, sondern ist sofort fertig. Ja, auch wenn man ein Gebäude baut, wie man hier schon sieht, man stellt das Gebäude hin, drückt OK und man gleich sehen, ja, hat man ja eben schon gesehen, so flupp, Gebäude fertig. Normalerweise ist ja immer diese Baudramatik da drin. Ich finde es ja eigentlich schön, ja, muss man ganz klar sagen, dass man diese Baustelle hat, dass man eine Wartezeit hat, wenn man mal ein Dino ausbrütet und so. Ein bisschen realistischer wirkt die Geschichte dadurch schon. Deswegen ist dieser Mod für mich eigentlich nie in Frage gekommen. Und ich habe gesagt, der verändert mir so viel an dem, was dem Spiel auch ein bisschen Gefühl gibt. Leider hat er keine Einstellmöglichkeiten, um ein paar Sachen dort auszuschalten. Aber er schaltet hier diese Einschienenbahnteile frei. Unter anderem rechts hier ist der Tunnel. Ja. Ja, das ist ja hier die normale Station, die kann man vielleicht auch so bauen, ja, auch mehrfach mit dem Mod, aber es geht ja um den Tunnel, den man hier braucht, und wenn man die beiden miteinander verknüpft, jetzt wie hier, ja, dann kann man daraus ein bisschen was basteln, das werden wir dann gleich sehen, ja. Um es vorwegzunehmen, den Mod kann man
interessanterweise, nachdem man die Sachen gebaut hat, denn die Objekte sind ja spieleigene Objekte, wenn man sie positioniert hat und gebaut hat, dann bleiben sie auch in ihrer Position erhalten und man kann den Mod gerne wieder ausschalten. Ohne dass es dann eine Fehlermeldung gibt wegen dem fehlenden Mod oder so. Und dann ist auch alles wieder so, wie man es braucht. Deswegen ist dieser Mod bei mir nur sporadisch in Benutzung. Jetzt sieht man diesen Trick, den man da anwenden kann. Ja? Denn man kann diese Einschienenbahn einfach umdrehen und hat eine tolle Brücke. Ja? Das hat einen Grund. Und zwar den Grund, weil es gibt nur zwei Objekte in diesem Spiel, die eigentlich eine Kollision auslösen für zum Beispiel die Tourfahrzeuge. Also die Tourfahrzeuge würden durch Gebäude, die du hinstellst, einfach durchfahren, durch Bäume, durch Deko-Objekte, die fahren da einfach durch. Die einzigen Sachen, durch was sie nicht durchfahren, ist diese Brücke. Und deswegen ist sie natürlich also gut geeignet, weil die müssen darauf langfahren, weil sie sie bemerken. Ja. Und die zweite Geschichte wäre ein Tor. Also nämlich das, was dieses normale Schiebetor, was man so an so einem Gehegezaun hat. Weil dieses Schiebetor hilft natürlich nicht, ja, weil wenn man die jetzt schräg legt, das bringt ja nichts. Also man kriegt es nicht hin, damit eine Brücke zu bauen, die adäquat vernünftig funktioniert. Aber hier, damit hat man diese Möglichkeit, so eine Brücke zu bauen. Interessant wäre ja, es machen ja mehrere auf YouTube diese Brücken in der Art, jetzt noch nicht in dieser gebogenen Idee, die ist wirklich neu von mir hier. Aber vielleicht sieht es ja mal bei den großen YouTubern auch jemand von den Entwicklern des Spiels und vielleicht einen oder anderen nächsten Add-on-DLC zum Spiel. Gibt es vielleicht mal Brücken? Ja, eine super Sache, oder? Denn man sieht natürlich, dass es. Man sieht ja auch am Anfangsvideo, haben wir ja schon gesehen, das ist natürlich schön. Also, das ist super, ja. So, der eigentliche Weg, der wird jetzt einfach so hoffentlich passend da drüber gelegt. Na, im schlimmsten Fall muss man ja noch ein bisschen anpassen. Gut, bei dem Weg hat man jetzt den Nachteil, dass natürlich diese komische Metallschiene in der Mitte, die man da sieht, die Autos sozusagen führt, unter der Brücke dann lang geht. Ja, die muss man noch ein bisschen wegretuschieren, da muss man was hinbauen. Oder man nimmt halt eine Traktur, ja, die hat ja diese Schiene nicht, dann kann man mit dem Traktor da drüber fahren. Wahrscheinlich, ich habe es noch nicht probiert, aber wahrscheinlich sollte es funktionieren. Und da hätte man ja die Schiene nicht. Aber dann hat man auch nicht diese tollen alten, schönen Jurassic Park Jeeps, ja, muss man sagen. So, Weg ist erstmal da. Jetzt ist erstmal wichtig, der Funktionstest, ja. Und wie man hier sieht, boah, da rollen die da drüber, ja. Ja, man muss genau an der Kante naja, schauen, dass sie da nicht stolpern irgendwie und dass da eine Dramatik gibt, dass sie da abstürzen. Weil manchmal hüpfen die schon enorm, wenn ihnen die Geradigkeit da nicht gefällt, ja. Man sieht ja auch, obwohl die Strecke eigentlich relativ gerade erscheint, huppeln die so manchmal so ein bisschen. Springen die so ein bisschen. Ist aber egal. Wahrscheinlich bei der Biegung von der Brücke habe ich da irgendwie einen Fehler gemacht. Ja. Aber es funktioniert und so. Und auch gleich beim ersten Versuch fahren die auch die richtige Kurve. Ja. Wunderbar, hat funktioniert. Unten sehen wir die Schiene. Die müssen wir, wie gesagt, noch ein bisschen retuschieren. Und natürlich muss noch so ein paar Brückenpfeiler und so hingebastelt werden, dass man da so ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen. Funktioniert. Dekoration halt. Sehen wir gleich. Das sind diese Betonabsperr-Dinger ist hier, Betonbarriere. Gut, davon bauen wir jetzt mal gefühlte 300 Stück dahin. Ja, als Abgrenzung. Muss ich euch jetzt nicht alles zeigen. Habt dann immer so eine Reihe gebildet. Nachher dann auch mal gerne 10 oder 20 Stück in einer Reihe. Und habe die versucht hier zu positionieren. Hier so erstmal der Test am Anfang. Ja, mit ein paar Stücke, 6-8 Stücke, keine Ahnung, 7. Und ja. Wie man hier schon schön erkennen kann, ist auch die Fehlermeldung, dass die Brücke nicht angeschlossen ist, weg. Denn dadurch, dass ich ja hier, und das machen nämlich viele nicht, na, die nehmen nur Bahnhofsportal sozusagen von der Schwebebahn. Und dann hat man natürlich immer oben in der Mitte dauerhaft die Fehlermeldung, die Bahn ist nicht komplett angeschlossen. Ja. Also es gibt genau drei Fehlermeldungen. Einmal Strom, also der Bahnhof verfügt nicht über Strom. Die zweite Fehlermeldung ist ja die, der Bahnhof hat keine angeschlossene Straße.
Und die dritte ist natürlich, die Bahn ist nicht komplett geschlossen. Also es ist kein Bahnkreisverkehr, Bigsbums da. Also diese Gleise, die Einbahnschiene ist nicht angeschlossen. So, diese erste Fehlermeldung der Einbahnschiene kann man halt ausschließen, indem man einfach mal einmal den Tunnel nimmt und dann anschließend also den Bahnhof nimmt, wie wir es am Anfang gesehen haben. Ja, also den Bahnhof, dann ist die Fehlermeldung erstmal grundsätzlich weg. So. Die zweite Meldung, nämlich den Strom, kann man, entweder man hat da Strom, aber auch wenn nicht, ist auch egal, man kann nämlich dieses Gebäude einfach deaktivieren. Und wenn es ausgeschaltet ist, das Gebäude, dann stört ihm ja der fehlende Strom auch nicht. Und der dritte Fehler ist natürlich der Weg. Der lässt sich nicht vermeiden, aber dafür gibt es ja an anderen Mods auch unsichtbare Wege. Und hier ist einfach ein unsichtbarer Weg angeschlossen, unterirdisch, sozusagen an irgendeinem Weg hier. Da muss man wiederum darauf achten, wenn der Weg durchs Gehege führt, was bei mir ja der Fall ist, dass der dann wiederum die Dinosaurier als aggressiv für Besucher anzeigt. Also muss man wieder eventuell dann einen unsichtbaren Zaun um diesen unsichtbaren Weg machen. Es ist ein bisschen komplex, aber letztendlich funktioniert es nachher. Man hat keine Fehlermeldung, wie man hier schön sieht. Ja, und hatten funktionierende Brücke. So. Viel erzählt, viel gebastelt nebenbei. Ich habe durch meine Quatsche nicht verpasst, da mal auch hinzuschauen. Hier wird schon fleißig weiter dekoriert. Oben natürlich, ja. Immer wieder so ein paar Sachen. Ja gut, hier ist der Boden so ein bisschen abgesackt. Also kommt so eine Mauer drum, die kann man so ein bisschen in den Boden drücken. Schon ist schön, ja. Ah, ein alter Turm. Passt immer. Na, schön darauf achten, dass die Jeeps, die funktionieren, ja, die fahren da so lang hin, kann man so sagen. Da wird Ona ja noch ein bisschen weiter gebaut an dieser ganzen Geschichte hier, nicht in der heutigen Folge, aber später kommen dann noch Aussichtsplattformen ein bisschen dazu und so, mal gucken. Also da wird noch ein bisschen was passieren. Ja, mit diesen Teilen hier aus dieser Malta-Geschichte, da kann man wirklich so schön viel dekorieren, also das ist wirklich eine wunderbare, tolle Sache. Ja. Mensch, dann nimmt sie ja mein Geld ab, meine Milliarde ist weg. Jetzt ist er wieder da, Gott sei Dank. Boah, bisschen Hecke. Ja gut, so viel Bewegung ist da jetzt noch nicht, aber so ist halt. Ne? Ja klar, ein bisschen ringsum. Es soll ja so ein bisschen dschungelmäßig aussehen. Also hey, der bietet sich ja schon an, er sieht ja schon so ein bisschen dschungelmäßig aus. Also muss ja auch ein bisschen alles dekoriert werden. Gut, jetzt habe ich hier die Bäumchen direkt vor die Beobachtungsplattform gestellt, war völlig sinnlos, völlig sinnfrei, wie man so schön sagt, ja. Ja, hier sieht man aber schon ringsum, ja, schon schön. Der Zaun, ja. Man hätte auch einen unsichtbaren nehmen können, in der Hoffnung, so dass ja, man davon aussieht, dass Dinos nicht klettern können oder so, ja. Also, jetzt von der Logik her, die gehen ja nicht durch den unsichtbaren Zaun, aber so hat es wenigstens noch den Eindruck, als ob tatsächlich da eine Barriere irgendwie für so ein Dino ist, ja. Nicht eine große, ja, also ein niedriger Zaun ist jetzt auch nicht hilfreich. Aber dafür ist ja auch noch Wasser da, vielleicht ist etwas auch tiefer, als man hier sieht. Ja, egal. Aber so fand ich es schon ein bisschen realistischer, dass es so ein bisschen so aussieht, als ob da irgendwie eine Barriere ist, ja. Hier, die Gebäude sind ja auch ein bisschen so ineinander geschoben. Das finde ich auch ganz schön. Dadurch kann man es ein bisschen enger gestalten. Ein bisschen Dekoration in der Mitte. Und ein paar mögliche Sitzgelegenheiten natürlich immer wieder. Ja, da ein bisschen Bewegung mehr ist schon da jetzt, ja, muss man so sagen. Ist doch schon mal ganz idyllisch, ne? Beleuchtung, es ist so ausnahmsweise mal nicht dunkel, müssen wir nachher noch mal schauen, wenn es denn mal dunkel ist, ob da ja nicht ein bisschen zu viel Licht schon wieder ist. Ja, jetzt habe ich ziemlich viele Lampen in die Basteln. Auch das ist eine schöne Idee, immer die Lampen so unter den Palmen irgendwo versteckt, macht nachher im Dunkeln wunderbaren Eindruck, ganz klar. Ist ja ganz schön viel gebastelt schon mal an dieser Hotelanlage hier. Ja,
Und das Gehege selber muss ja auch noch ein bisschen wieder hergestellt werden. Da hatte ich ja nur alles Mögliche geglättet, aber gut. Halt, ja. Aber mir war erstmal wichtig hier zentral, diese Hotelanlage. Also ist ja auch ein bisschen besonders geworden jetzt dadurch, muss man ganz klar sagen, ja. Gerade durch die Brücke, ne? So, ist doch hübsch. Diese Insel ist so toll. Da kann man die Transformator so ein bisschen verstecken. Ja, jetzt wird es langsam dunkel. Jetzt können wir mal in die Lampen gucken. Ja, da wo es auf die Brücke rauf geht. Und runter oder hin und her halt, ja. Oh, passt. Ach, die Dingerchen sind noch nicht angeschlossen, die Aussichtsgeschichten hier. Da stehen die Häuschen noch allein da. Da muss natürlich noch wieder die Geschichten hin. Die hatte ich erstmal vorsorglich mit abgerissen, weil ich ja nicht wusste, wo ich hier glätte und baue und mache. Ja, ist erstmal weg, so nach dem Motto. Es wird erstmal so grob geglättet und natürlich dann wahrscheinlich auch wieder begrünt etc. Die Parktour schön vorne oben, da muss auch noch ein bisschen nachgebessert werden. An der Rangerstation. Das hatte ich ja schon mal gebaut an der anderen, also auf der anderen Seite hinten. Und da geht ja die Parktour hinter diesem einen Gehege auch direkt an so einer Rangerstation vorbei und habe die so ein bisschen offen gestaltet. Ich finde, das sieht toll aus, ja. Also man muss sich das ja auch mal als so ein Besucher vorstellen, ja. Der dann vielleicht auch mal so ein bisschen interne Geschichten dort sieht. Ja. Gut, ja, so ein paar verschiedene Büsche und Pflanzen, da muss man immer wieder so dekorieren halt, ja. Ja, auch im Wasser, ja. Da ein bisschen Pflanzen ins Wasser zaubern hier. So, na klar, hier sieht man natürlich diese Straßenschiene unten. Gut, da muss man jetzt ein bisschen improvisieren, aber ist auch nicht schwierig, ne? Da werden halt so ein paar Büsche in den Boden gedrückt und Seerosen haben wir ja auch noch zur Verfügung. Naja, die können auch noch irgendwie eine schöne. Und Steine gibt es ja auch noch. Und so einige Sachen, die wir da nehmen können. Ja gut, da oben sieht man es jetzt kaum. Mal kommen. Aber gut, da bin ich jetzt ein bisschen pingelig, ne? Da wird überall alles versucht zu verstecken, ne? Ein paar Steinchen, wie gesagt, funktioniert immer sehr, sehr gut. Ja. Und wie gesagt, ganz zum Schluss könnte man vielleicht noch ein paar Seerosen dahin klatschen. Oder noch mehr Steine. Gut, alles in allem meiner Meinung nach relativ gut gelungen. Jetzt haben wir heute dann gar kein Dino ausgebrütet hier. Aber wie man hier schön erkennen kann, es wird alles gut. Ja. Beleuchtung ist sehr gut gelungen. Und die Tour ist natürlich toll. Also auch die Brückenpfeiler, die mir da einfallen lassen, aber die sind ja aus der Lagunengeschichte irgendwie dann raus. Die leuchten so ein bisschen. Boah, man könnte jetzt noch irgendwelche Beleuchtungsgeschichten nach. Eigentlich ist es auch so gut. Ja. Dino sind hier in diesem kleinen Vorschau-Video auch schon dabei. Das wird dann einfach in den nächsten Videos immer so peu à peu, werde ich da alle Dinos neu einsortieren. Also grundsätzlich bleibt das Gehege erstmal so. Ein paar Kleinigkeiten werden noch geändert, aber im Großen und Ganzen immerhin mal ein Gehege, was jetzt schon mal zum Beispiel zum zweiten Mal gemacht wurde. Ist schon klar. Schaut beim nächsten Mal wieder rein, mal sehen, was da war und bin mir noch nicht sicher. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.